Für einen Abend war das viel zu ereignisreich. Auch wenn ich zugeben muss, dass es dort kurz ein bisschen wie in alten Zeiten war. Wir drei mitten in einem noch nie zuvor betretenen Stück Wald. Du hast uns lange nicht begleitet, wenn du das meinst. Tja, ich bin wohl bloß müde. Kennt man eine Hirschjagd, kennt man alle. Wie kannst du müde sein, wenn du nie schläfst? Es gibt andere Arten Müdigkeit, Junge. Das merkst du, wenn du älter wirst. Und jetzt gönnt euch ein wenig Ruhe. Am Morgen sieht immer alles ganz anders aus. Was war das? Dein Bogen! Kann ich reinkommen? Ich habe Met. Ich bin keine sehr gute Gesellschaft. Wir finden sicher viele Gesprächsthemen. Das hättest du mir eher sagen können. Warum bist du hier? Ich bin nur höflich. Du scheinst eine ruhige, vernünftige Person zu sein. Bist du eine ruhige, vernünftige Person? Wenn der Moment nach Ruhe verlangt. Ich würde sagen, dass er das tut. Ja. Du weißt, wer ich bin? Damals vor dem Wintereinbruch
gab es einige Missverständnisse. Bedauerliche. Aber ich glaube, wir wissen jetzt alle besser, mit wem wir es zu tun haben. Also, was du mit seinen Jungs gemacht hast. Selbstverteidigung. Fürs Sterben leben wir, Asen. Und sind wir ehrlich, sie waren recht nutzlos. Aber Baldr, er war von Wert. Er war mein Fährtensucher, mein Bester. Ja, er hatte den Verstand verloren. Aber er war nützlich und nun ist er tot, wegen dir. Kannst du folgen? Du trägst deine Schuld. Das ist eine ernste Sache. Was willst du? Vielleicht Frieden? Wie klingt Frieden für unseren geschätzten Kriegsgott im Ruhestand? Was, wenn wir uns nicht mehr töten? Wenn du zu Hause bleibst, dich ausruhst, such keinen Streit mit mir. Dann habe ich keinen mit dir. Natürlich heißt das, dass er damit aufhören muss, nach Tyr zu suchen. Ja, wir wissen, was du so treibst. Schluss damit. Tyrs alte Welt ist tot. Er ist tot. Verstanden? Und das war's. Wir sind quitt. Und ich leg sogar noch was drauf. Ihr dürft den Gefangenen behalten, den ihr gestohlen habt. Jawohl, ich weiß, dass du hier irgendwo bist, du redegewandter Dreckskerl. Warum sollten wir dir glauben? Was waren deine Versprechen je wert? Da ist er, mein alter Komplize. Er hat abgenommen. Wenn er sagt, Schnee sei weiß, dann lügt er. Was für eine Weisheit ist das? Fehlt dem klügsten lebenden Kopf hier etwa die Weitsicht? Dass wir alle dasselbe wollen? Na gut. Wie wär's mit diesem Angebot? Ich begleiche deine Schuld bei meiner Ex. Halte Freya von dir fern. Und dein Junge ist sicher. Mehr willst du doch gar nicht, richtig? Na, was sagst du? Nein. Mach es kurz. Wird auch Zeit. Darauf hab ich Blut. Du brichst nicht von mir. Schon namens Blut. Das heißt, ich bekomme ein Stück von dir für das, was du meiner Familie nahmst. Das lernst du noch. Das war für Baldr. Und jetzt zeig mir dich, Göttermörder, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich wollte diesen Kampf mit deinem Bruder nicht. Egal. Deine Zurückhaltung ist beleidigend. Verlieren!
Wirst du jemals Kriegsgott sein? Deine Zurückhaltung ist beleidigend. Du kennst meine Vergangenheit. Diese Geist Spartas Geschichte. Ja. Dann weißt du auch, wozu ich fähig bin. Sex! Jetzt haben wir unseren Kampf. Was ist das? Na, also geh doch. Das war's? Endlich hast du mir mal was gezeigt. Ich wollte diesen Kampf mit deinem Bruder nicht. Egal. Ich wollte deine Klingen sehen. Aber sie helfen dir wohl nicht. Du kannst wirklich gar nicht. Du spuckst auf das Grab meines Sohnes. Wie konnten sie nur gegen dich verlieren? Das ist für Mordi! Tut mir leid wegen der Statue, Tier, du alter Moralprediger. Wenn du nicht schmutzig kämpfst, kämpfst du nicht. Ich. Deine Söhne greifen uns an. Wann wir fertig sind. Ich gehe erst, wenn ich dein echtes Ich sehe. Steh auf! Dem Tod. Was sagst du da? Modi kam aus Furcht vor dir zu uns. Er starb an den Wunden, die du schlugst. Oh, ein echter Vorzeigevater. Das kommt mir bekannt vor. Was? Ach, egal. Dein väterlicher Rang geht mir am Arsch vorbei. Ich will den Gott des Krieges sehen. Du hast das begonnen. Ich beende es! Ah.
Hände schmutzig zu machen? Sieh dich an! Sieh nur nach deinen alten Techniken zu! Das hat meine Jungs nicht getan. Sag mir, wer du bist! Sehr schlau! Das bringt dir auch nichts! Das ist der Kopf, der aus der Kränktheit eine Götterwelt ausgelöscht hat. Das ist der fremde Gott, der Baldur besiegte. Söhne dir unterlagen. Selbst dieser schwächeren Version von dir. Aber ich bin nicht meine Söhne. Und dein Junge, der Altvater, hat Pläne mit dir. Da ist er. Da ist der Gott des Krieges. Deine Blutschuld ist bezahlt. Wir sehen uns. Hab doch gesagt, er schafft's. Kratos, wir sind Sindri und Brock. War das ein Kampf? Können wir... Nach Hause, jetzt. Odin ist bei Atreus. Oh nein. Ich mache sofort ein Tor bereit. Na dann los. Es ist nicht weit.